Weiter geht's mit Unsympathisch TV, Instagram-Rapper. Ich bin gespannt. Let's go. Sich so viele zurückgewünscht haben. Nachdem wir vor kurzem noch drüber gesprochen haben, ist es heute soweit. Luca hat mir deutsche Instagram-Rapper zukommen. Oh, Luca. Dann werden jetzt die besten der besten deutschen Instagram-Rapper zusammengefunden sein. Leute, wir müssen kurz in den Two-Bow-Modus gehen. Jetzt werden wir Musikkritiker. Ja, der 3x-Oszillator bei diesem Instagram-Rapper ist nicht reversed und das White Noise hätte man noch besser abmischen können. Er meinte nur, bei ein paar Kandidaten ist wirklich alles vorbei. Wisst ihr, welchen Emote ihr machen müsst jetzt? Ah, ich weiß es auch nicht. Weiter geht's. Bin sehr gespannt, wie unsere Zukunft im Deutschrap aussehen wird. Da ich vergessen hatte, gestern noch zu sagen, bitte jetzt nicht mehr klatschen, bitte jetzt nicht mehr klatschen. Ich würde sagen, erster Instagram Deutschrap, let's go. Ein Junge sagt, meine Ex ist Afrikanerin. Nein, meine Ex ist deine Freundin, deine Nachbarin, deine Klassenlehrerin. Alter, komplett zerstört der Junge. Muss man sagen, der Typ ist stark. Der hat es auf den Punkt gebracht. Habe ich auch immer als Kind gesagt, so. Auf diese Basis. Ich hör nicht auf zu rappen. Hat er eine Gun in der Hand? Ich hör nicht. Okay, jetzt wird's gefährlich. Monka S. Jetzt können wir dieses Emote hier posten, Leute. Oh oh. Oh oh. Gefährlich. Er hat eine Gun. Nehmt euch in Acht. Ich mache trotzdem weiterhin. Brrrra. Ja, also ich sag mal so, der erste Part hat er mich gepackt, zweite Part bin ich wieder verloren gegangen. Pass mal an beim Style-Check. Ich muss sagen, zu dem Outfit fehlt nur noch die komplette Goldkette, dann haben wir den Montana-Style auch erreicht. On the road again. Dann meinte er, dass seine Ex-Freundin meine Freundin ist und zudem noch Klassenlehrerin. Da kann ich an der Stelle nur zustimmen. Achtung! Oh, Frau Ostermann, da knistert's, glaube ich. Was ist mit meinem Bart eigentlich los? Boah, was ist mit meinem Bart eigentlich los, Leute? Ich versuche ihn jetzt zu bändigen. Ich würde gerne meinen Bart so lange haben, dass ich hier so einen Zopf draus machen könnte. Würdet ihr das feiern oder eher wack? Ich hätte so Bock, Leute meinen Bart zu erschlagen. Let's go, weiter geht's. Festhalten! Jetzt kommt ein Newcomer, der anscheinend alles rasiert. Halt euch fest, halt euch fest! Dieser Newcomer. Das ist Nilo. Gebe Gas in den Panamera, trage Amamne Submarina. Gebe Gas in den Panamera, trage Amamne Siduela. Gebe Gas in den Panamera, die Kette ist Unikat, hat nicht jeder. Gebe Gas in den Panamera. Hat nicht jeder die Kette. Christian Louboutin sind die Treter. Ich sag mal so, Autotune hätte man auch an dieser Stelle besser einsetzen können. Ja, gut. Eine solide 1 von 10. Und das, liebe Zuschauerschaft, passiert, wenn man ins Studio geht, trotz Schnupfen. Treter. Wenigstens wird in diesem Fall durch die Nase nicht das Koks gezogen, sondern die Lines rausgehauen. Treter. Nächster. Gib mir Jäger fürs Red Bull, ich bin in meinem Modus. Freitag holen sie rein. Falsches Wort, wir jagen die Schoßhund. Lego-Geschäft übernehmen komplett. Augen auf Bett, lieben zuletzt. Nikos versuchen von hinten zu ficken. Zu mir auf Pablos und Kilos verschiffen. Moment mal. Was? Gucken wir gerade das gleiche Video, Leute? Ich weiß nicht, was ich gerade... Bin gerade ein bisschen schockiert. Sind zu viel am Kissen. Loco-Gang-Member am anderen Sitten. Loyal, gerade, brutal, Patte, Umfang, Jagen, Schakal. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich dazu sagen sollte. Ja, ich fühle diese Sprachlosigkeit. Aber eine Sache muss ich jetzt im Nachhinein doch sagen. Bester Rapper bisher von allen, die da zu hören waren. Bester Instagram-Rapper bisher. Nächster. Bitte Schatz, verstehen. Was willst du plötzlich wissen, hör nach all dem, was geschehen ist? Alter, bei dem Kandidaten kann ich nur sagen, Glückwunsch zu dem Master, wer auch immer dein Mastering macht, komplett geisteskranker Typ. Es gibt nur eine Verbesserung, die ich persönlich dir ans Herz... Handy weg, wenn du Auto fährst. Ja, sehe ich auch so, Sascha. ...Herz legen würde. Nee, er will noch mehr Bass. Also Leute, das geht natürlich gar nicht. Hier Handy beim Autofahren, das geht natürlich gar nicht, meine lieben Freunde. Macht das bitte nicht. 10 von 10. Oh nein, nicht schon wieder. Für die Kinder sagt nur Schwänzler, Brüllen, versuchen uns zu packen, aber keine Chance. Wir sind bewaffnet. Was für Schirin. Die ist viel zu krass. Die ist wirklich krass. Jungs, die ist krass, oder? Das war eine 10 von 10.
Chat, was sagt ihr? Das war doch ein 10 von 10, oder? Die war wirklich, also da muss man sagen, das würde ich mir gerne nochmal anhören. Alleine ihr Auftritt aus dem Smart, Digga, ihr Auftritt aus dem Smart heraus. Sie flext aus dem Smart heraus. Einfach nur geistkrank. Oh nein, nicht schon wieder. Verdicken das Fleisch durch Fenster, Brüllen, versuchen uns zu packen, aber keine Chance, wir sind bewaffnet. Was für Shirin David. Geistkrank. Alter, auf Instagram entdeckt man jeden Tag neue Künstler. Kommt direkt in meine Playlist. Nice. Ich trink einen Milchshake um 12 Uhr nachts, yeah. Skr, 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 skr. Hier ist keine Bitch, hier ist keine Bitch. Hinten ist auch keine Bitch. Aber ich fick trotzdem Bitches in meiner Fantasie. In meiner Fantasie. Okay, der Typ ist aber wirklich Killer. Alter. Regenbogenfarben. Skr, skr. Eis, Eis, wie meine Goldkette aus Türkei. Türkei, warum bist du... Okay, der Typ ist einfach nur Killer. Nicht im WM drin, Amenazi. Der war wirklich krass. Also meiner Meinung nach hat er mich am besten gepackt. Stark, stark. Ich dachte bei jedem, es kann nicht mehr besser werden, aber dann am Ende kam er noch aufs Finale. Ich würde sagen, der Gewinner dieser Episode steht fest. Der Kollege hat nochmal alles rausgehauen, ja. Auch wichtige Politik. Sehe ich genauso, Sascha, sehe ich genauso, Bruder. Diese Connection, ich verstehe es, Bruder. Politische Themen, wie zum Beispiel Türkei, warum bist du nicht in der WM drin, sind in dem Track vorhanden. Wirklich, dem wünsche ich nur das Allerbeste. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr jetzt gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruderbasis ein Abonnement da lassen. Kuss. Beat unterlegen, drauf. Steuern lassen und eigentlich als Rap raushauen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Ich trink einen Milchshake um 12 Uhr nachts, yeah. Skr, 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 skr. Hier ist keine Bitch, hier ist keine... Wie Summer Jam und hier, wie heißt der mit Wolke 7 nochmal? KC Rebel. Wie krass, die einfach zu dem Song abgehen. Sie fühlen es. Let's go, Alter, let's go. Okay, stark, stark, stark. Joshua Jahn haut 10 Euro, schreibt, kannst du bitte meiner Mosel die Selbstzerstörung der CSU angucken? Werde ich mir sehr gerne angucken, haben auch sehr, sehr viele Leute vorgeschlagen. Vielen Dank für den Ehrensupport. Okay, ich würde sagen, wir schauen mal rein. Auf entspannte Basis meiner Mosel. Let's go, der Hase. YouTube-Kacke, die Selbstzerstörung der CSU. Oh nein. Wisst ihr noch, als wir das Originalvideo angeguckt haben? Wer von euch war dabei, als wir das Originalvideo angeguckt haben? Das war sehr unangenehm. So, wir schauen an, let's go. Das Video war unangenehm, das Originalvideo. Das kann also nicht gerade besser werden. Ich bin gespannt. Servus und... Okay, oh mein Gott. Das war ja schon so auf so jugendschnittmäßig gemacht und jetzt ist es nochmal so auf übertrieben gemacht. Okay, nice. Da bin ich jetzt gespannt. Servus und herzlich willkommen zur CSU. Greta ist scheiße, die Grünen sind scheiße, die Unteilbar-Demo ist auch scheiße und die Grünen sind immer noch scheiße. So, das war's für heute. Starkes Video, das war's. Starkes Video. Ja, stark. Servus und herzlich willkommen zu CSU, der Social Media Show der CSU im Bundestag, nach der kein Arsch gefragt hat. Ich bin der Armin, ich bin ein richtiges Gesicht und meine Geburt war ein krasser Fan. Und ich werde euch jetzt über Tagespolitik und unsere Arbeit im Bundestag informieren. Digga, wie laut das einfach ist, was da für Geräusche abgehen. What the fuck, mein Gehirn? Ich bin der Armin. Los, so es geht. She came in Klima-Ikone Greta Thunfisch ist diese Woche in New York angekommen. Ziel der Reise war unter anderem zu... Als ob Tanzhund auf Twitter geschrieben hat, Single zu ihr. Als ob... We got him. Ob das jetzt wirklich jeder so machen kann wie die Greta? Und klimaneutral? Wäre Greta einfach in die USA geflogen? Wäre Greta unterm Strich einfach in die USA geflogen? Dennoch. Guter Ansatz, denn bei uns im Bundestag versuchen die Grünen es erst gar nicht klimaneutral. Sie scheißen direkt in den Flieger. Und das auch mehr als alle anderen. Alles ist ein dichter Nebel gehüllt. Thema der Woche. Thema der Woche. Ich komme so ready.
Wochenende vorbei. Thema der Woche. Alles ist in dichte Nebel gehüllt. Thema der Woche. Letzten Samstag gab es in Dresden ja die Unteilbar-Demo. 35 Menschen sind nach Verangaben Anstalter gekommen, um friedlich für eine besoffene und breite Gesellschaft zu demonstrieren und mit ihren Kochs die Veranstalter zu penetrieren. Aber Moment. Moment, ganz kurz. Kinder zu fisten waren ausdrücklich nicht erwünscht. Gehört das etwa nicht zu unserer freien Gesellschaft? An all die da draußen, die sich beschweren, dass die GroKo in Berlin nichts zustande bringt. Das ist der Fall. Die GroKo ist behindert. Das wussten wir schon lange. Kostprobe gefällig. Wir haben das Kinderfreibetrag erhöht. Arm ist Haare hellblond gefärbt, Arm ins Brille geklaut, Arm ins Karriere für immer ruiniert, Special Effects Paket vom Flohmarkt gekauft, kleines Mädchen mit Asperger gedisst, true. Eingangs im Internet gefunden, 97% Dislikes kassiert, Kohleausstieg bis 2495, Seehofer aus der Partei gejietet. Ja, dick in die Toilette geschissen, seit 16 Jahren DSL in Bayern. Wie kann es eigentlich meiner Mause schaffen, ein Video hinzubekommen, was mehr Fakten beinhaltet und ehrlichere Politik betreibt als YouTube-Kacke-YouTuber, als ein wirklicher Politiker? Wie ist das überhaupt möglich, frage ich mich an dieser Stelle. Aber einfach einen ganz großen Applaus für meine Mosel, denn das ist true, genau das ist true. Was hier steht, ist alles wahr. Es ist nichts gelogen. Und jetzt die Kindersoldaten auf den Weg gebracht. Jetzt hat uns die gefragt. Und die Kindersoldaten. Let's go, Alter. Warum waren an den Verhandlungen dazu nur die CSU beteiligt? Ja, warum denn wohl? Genau. Ja, genau. Wenn also mal wieder jemand in eurem... Und deswegen heißen diese Würstchen Deutschländer. Genau. ...im Umfeld richtig kosten will, schickt ihm doch einfach einen Link zu diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Like, nein, kommentiert, nein, und teilt das Video. Nein, der Kessel ist Schnauze! Ey, sehr starkes Video. Es war 3 Minuten komplette Epilepsie-Ballerei. Aber es war wirklich ein sehr starkes Video. Ein sehr starkes YouTube-Kacke-Video. Meine Morsel, Kuss geht raus. Leute, falls ihr meine Morsel noch nicht abonniert habt und ihr möchtet solche geistkranken Videos nicht verpassen, checkt seinen Kanal aus. Kuss geht raus. Und hört mal kurz, wenn man ihn abonniert, gibt es, glaube ich, immer ein ASMR-Geräusch. Ich probiere es mal aus. Oh, habt ihr das gehört? Nice.